herzlich willkommen bei Feuerwehr-Willi. Das bin ich. So, die Verlosung geht los. Ich will kurz erklären, wie das funktioniert, was ich mir gedacht habe, wie ihr jetzt an der Verlosung teilnehmen könnt. Das Besondere dabei ist erstmal, teilnehmen können alle. Ob ihr nun bei Facebook seid, ich habe jetzt überlegt, mache ich ein Facebook-Gewinnspiel oder YouTube oder was auch immer. Ich mache das jetzt hier bei YouTube, damit es alle sehen können. So, erstmal, was gibt es zu gewinnen? Der erste Preis, also der Hauptpreis sozusagen, ist hier das Hochschaurohr. Ich werde mal kurz ein paar Sachen sagen von den Sachen, die ihr gewinnen könnt. Es soll jetzt auch keine Werbung sein, aber ich denke mal, man muss ein, zwei Sätze dafür verlieren, was ihr überhaupt gewinnen könnt und wem ihr das zu verdanken oder ihr zu verdanken habt. Also das hier ist ein Hochschaurohr der Firma TKW. Ich komme mal kurz ran. Und zwar könnt ihr hier die ganz mal auf zu. Ist halt das neueste Modell von denen. So, ne? Die Durchflussmenge kann man hier einstellen. Mannschild und so weiter. Ne? So. Das kennt ihr alles, also Vollstrahl und so weiter, was man, wie man Hochschaurohr bedient, wisst ihr. Also das gibt ein TKW nagelneues Hochschaurohr, ist hier für euch einmal zu gewinnen. Also an der Stelle herzlichen Dank an die Firma TKW für die Unterstützung. So, dann haben wir als Besonderes die Schläuche. Also ganz besonders natürlich hier, dass das ein Feuerwehr-Willi-Modell ist. Das ist jetzt auch nicht ein Serienmodell, das ist extra für euch bedruckt geworden von der Firma Eschbach. Da muss man an der Stelle auch ganz herzlich danken. Und zwar sind das diese neuen Schläuche, die da heißen Reno. Ne? So, das Besondere ist, das ist eigentlich der perfekte, also ziemlich moderner Innenangriffsschlauch. Das heißt für einen Angriffstrupp, dieser Reno ist halt außen auch gummiert. Ist dadurch besonders strapazierfähig, ist zuverlässiger, auch bei, wenn man scharfe Kanten hat im Einsatzfall. Der ist halt robuster, der kann halt mehr ab. Das ist halt verlässlicher Schlauch. Und er ist halt leichter zu reinigen an der Außenseite, weil er außen gummiert ist und halt 30 Meter. Viele von euch machen Schlauchpakete mit 2,15er Normschläuchen. Problem ist, dass man dann in der Mitte eine Kupplung hat und wenn man in den Angriff geht, wäre es halt ungünstig, wenn man wirklich Schlauch braucht und die Schlauchkupplung irgendwo hängen bleibt an der Türzarge und so weiter. Ne? Gut, dadurch ist er ein bisschen schwerer normalerweise. Wir haben den kleinen Trick gemacht, haben den Durchmesser von 42, wir kennen der Normgrößen in 42, 52, ist hier 38. Dadurch spart man so ein bisschen Gewicht. Wenn Wasser im Schlauch ist, ist ja gar nicht viel schwerer als normaler. So, das heißt, das ist jedenfalls einmal ein Gelb. Der ist nagelneu, der wurde jetzt in Gelb erst letzte Woche, also jetzt Anfang Juni, erst hat er sein Siegel gekriegt in Celle hier bei der Prüfstelle. Sozusagen, der ist also ganz nagelneu. Gelb gibt es noch nicht so lange oder gibt es euch jetzt erst zu kaufen. Und den gleichen schon in Rot, den gibt es schon länger. Den hatte ich auch schon mal in meinem Video getestet. Ist der andere 30 Meter Schlauch. Was nun Platz 2 oder 3 ist, das ist mir gleich. Reden wir gleich noch drüber. Was ich witzig finde, Firma Dünges hat gesagt, komm her, Willi, dann pack noch mal unsere Schlauchpaket-Tragesysteme dazu. Das Besondere ist, und da bin ich ein bisschen stolz auch auf uns, auf unsere Videos, weil die gab es vorher nur mit Klett. Auf der einen Seite, das heißt, man musste hier so durch die Öse durchziehen und musste zurückschlagen und hat dann ziemlich feste Klettverbindung gehabt. Und da habe ich doch darum gebeten, das mal das Klett auf beiden Seiten zu machen, dass man das entweder so oder anders nutzen kann. Werdet ihr sehen, also ich sehe, was ist das, die neue Version 2.0 von dem Schlauchtragesystem mit einem Änderungswunsch von Willi. So, das könnt ihr jeweils zwei Stück von bekommen. Das heißt, für jeden Schlauch packen wir das einmal dazu, dann habt ihr ein perfektes Set. Ne? So. Finde ich super. Zum Gewinnspiel allgemein. Natürlich, das Rechtliche blende ich euch immer unten ein bisschen ein. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich versuche das so fair, wie es geht, zu machen. Also die Sache veranstalten macht Feuerwehr-Willi mit Unterstützung von, wie gesagt, Dönges, Eschbach und TKW. So. Die ganzen Teilnahmebedingungen blende ich euch nochmal ein. Ich versuche das natürlich so fair und die ganze Verlosung wird auch öffentlich stattfinden. Ich blende euch ein Datum nochmal hier ein, dass ihr genau seht, wann um wie viel Uhr die Verlosung stattfinden wird. Also, Teilnahmeschluss ist der 23. Sonntag, der 23. um 12 Uhr. Dann ist die Verlosung erstmal die Einsendeschluss. Wie man das macht, erkläre ich euch live, wie ihr teilnehmen könnt. Um 12 Uhr Schluss, um 18 Uhr werde ich live die Gewinner für euch auslosen. Ihr könnt live dabei sein. Ich muss natürlich die Lose vorbereiten. Da muss ich viel ausdrucken, viel sortieren, viel schnippeln und so weiter. Wie das abläuft, erkläre ich euch jetzt nochmal im Detail. Natürlich will ich nicht jetzt irgendwie so, wie dieser Klassiker ist, ihr müsst 25 Mal Gefällt mir drücken und meine Seite teilen und so weiter. Also ich bin davon überzeugt, ihr wisst, was das normalerweise kostet. Ne?
ja, will jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Das ist schon gar nicht so günstig und finde ich sehr großzügig von den Firmen, dass sie das machen. Müssten sie nicht. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr die Seiten mal besucht und dann gefällt mir da lasst. Finde ich, gehört sich so. Müsste aber nicht. Nicht fürs Gewinnspiel. Genau, also wie gesagt, Eschbach, Dönges und TKW. Ich werde jetzt euch ein kleines Spielchen davon machen, um es ein bisschen spannender zu machen. Ich möchte euch bitten, aber wer gewinnen sollte und hat schon ein Hohlstrahlrohr, dann soll das bitte bei der Verlosung sagen. Und dann kann er sich lieber entweder was anderes aussuchen. Wenn das der Hauptpreis ist, dann sagt er, ja, wir haben aber 5 Hohlstrahlrohre. Ich lasse das Hohlstrahlrohr lieber für eine Feuerwehr, die gar keins hat, die vielleicht jetzt als nächstes gleich gewinnt. Dann würde ich das kameradschaftlich finden, wenn er sagt, die Schläuche finden wir auch cool, dann könnt ihr euch das aussuchen. Ne? Dann können wir so ein bisschen bei der Verlosung da so ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Und wenn ihr sagt, ihr habt das alles, ihr wollt nur mal mitmachen, weil ihr das so cool findet, dann sagt er, ich verziehe die komplette, kriegt er von mir eine Tasse geschenkt. Ne? So. Also ich würde mich freuen, wenn jemand einen Hohlstrahlrohr bekommt, der vielleicht noch gar keins hat. Oder diese Schläuche, die jetzt gerne Schlauchpakete in Angriff für sich nutzen wollen und so weiter. Das sage ich dann aber bei der Verlosung. Okay, aber wie das jetzt genau funktioniert, dass ihr bei der Verlosung teilnehmen könnt, erkläre ich euch jetzt. Los geht's. So, ich habe euch jetzt hier, um das Spiel ein bisschen spannender zu machen, habe ich jetzt hier ein paar Seiten links mal aufgetan, und zwar von den Herstellerseiten, zwar auf Facebook, aber die könnt ihr auch besuchen, auch wenn ihr nicht bei Facebook angemeldet seid. Ihr könnt diese Eschbach und Dönges und TKW Seiten besuchen. So, und jetzt habe ich hier was eingeblendet von den Wörtern, die ich da sehe. Da will ich ein paar Buchstaben. Wir wollen nämlich ein Wort sammeln. Ich will ein Lösungswort am Ende raus haben. Und diese ganzen Wortfetzen müsst ihr aus den 3 Seiten zusammenbauen. Wie die Regeln sind, welche Wörter jetzt woher kommen, welche Buchstaben aus welchem Wort woher kommen, sage ich euch. Und das seht ihr nur, wenn ihr die Seiten von dem besucht, um es ein bisschen spannender zu machen. Okay? Ich blende euch das mal ein. So. Wenn ihr jetzt die Buchstaben zusammen habt, ich habe euch nochmal einen Link eingeblendet, wie ihr auf das Lösungswort kommen könnt. Ihr habt jetzt wilde Buchstabensammlung und wisst vielleicht gar nicht, was das soll. Ein kleiner Hinweis ist ein Link, oder ich mache mal 2 Links, wo ihr sehen könnt, wenn ihr die Filme von mir seht, werdet ihr vielleicht darauf gebracht, was das Wort sein könnte. Wer nicht drauf kommt, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Nein, ich denke mal, ihr werdet das schon schaffen. Das Lösungswort, jetzt ist wichtig. Ich möchte bitte, dass ihr, um es für mich einfacher zu machen, weil ich bin hauptberuflich am Arbeiten und ich möchte nicht den ganzen Tag die Verlosung auseinanderpuzzeln, macht es bitte so. Das Lösungswort, das also das Gewinnwort, sage ich mal, minus euren Namen im Betreff der E-Mail, okay, an win, wie gewinnen auf Englisch, win@feuerwehrwilli.de, okay. Da schickt eure Mail hin, nur eure Adressdaten und fertig, okay. Bitte jeder nur eine Mail. Wenn ich sehe, dass einer aus Versehen 25.000 Mails mir schickt, der ist natürlich raus. Ne? Das ist eine Teilnahmebedingung. Bitte jeder die gleiche Chance. Jeder nur eine Mail an win@feuerwehrwilli.de. Genau. Und ich werde dann bis zum 23.06.2019 12 Uhr E-Mails entgegennehmen. Danach ist das E-Mail-Postfach, kriege ich eine automatische Antwort, ist Feierabend und die E-Mails werden nicht mehr bearbeitet. Ich würde dann ein bisschen Zeit brauchen. Wahrscheinlich brauche ich meine Crew, wie sie alle heißen, die dann mitkommen. Ausdrucken, Zettel schnipseln und wir packen das alles in eine Lostrommel. Vom Gewinnspiel ausgenommen natürlich bin ich. Ich finde die Sachen auch alle cool. Aber und meine Crew, denke ich, wird auch verzichten mitzuspielen, weil das sieht uns immer doof aus, wenn ich sie zufällig ziehe. Ne? Möchte ich gar nicht, dass er einen schlechten Eindruck ergibt. So, ansonsten dürfen wir alle mitspielen, die was mit der Feuerwehr im Hut haben. Bitte nicht die mitspielen, die jetzt denken, ich will einfach nur mal gewinnen. Ne? Mit der Kaffeemaschine, das jetzt mal nicht geklappt, jetzt versuche ich mal einen Schlauch zu kriegen. Bitte nur Leute, die es gebrauchen können. Das wäre meine Bitte. Wenn nicht, schreibt bitte in der E-Mail noch drunter, wenn ihr was anderes von mir gewinnen wollt und ich lose euch und ihr wollt eine Kaffeetasse von mir haben, dann schreibt das von mir auch rein. Aber es geht hier hauptsächlich um Leute, die hier richtig mal Hightech-mäßig Innenangriff machen wollen und die noch kein Hochstrahlrohr haben. Deshalb, ich bin super glücklich, dass es geklappt hat. Ich finde das Wahnsinn, was die Filme für euch letztendlich machen. Und ich freue mich auf die Verlosung, wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Glück. Teilnahmebedingungen, da blende ich nochmal ein und auf eine tolle Kameradschaft und euch allen viel Glück bei der Verlosung. Bis dann, euer Feuerwilli. Tschüss.